Ja, das nicht willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es ist wieder voll lazy. Ja. Borderlands. Hey. Jawohl. Ach ja, stimmt. Game Sound. Game Sound, jawohl. pass auf. Ich habe nicht gelogen. Warum sollte ich auch? Das Spiel ist, wie gesagt, immer noch komplett blind. Und ich merke gerade erst so richtig, dass es jetzt erst so richtig losgeht. Was mich freut, was schön ist. Das mit dem Kräfteaussaugen ist nicht der größte Freund, aber naja, den müssen wir jetzt erstmal so annehmen. Ich habe mir auch noch hier durchgelesen, gerade Events. Blutige Ernte. Und da gibt es ja wohl anscheinend hier richtig was zu machen. Und da ist jetzt halt die Frage, ist das halt Postgame? Also sprich nach der Story erst machbar? Wenn ja, schade, weil da werden wir heute nicht hinkommen. Ansonsten habe ich ja hier noch blutige Ernte, Abstieg ins Laster. Also müssen wir uns mal angucken, ja? Also jetzt sprechen wir erstmal die Lilith, gucken wir, dass wir hier so storytechnisch das erstmal machen. Bis zu dem Punkt, wo wir da wieder selber können. Und dann würde ich gerade mal diese blutige Ernte angucken. Tennis hat recht. Taryn ist jetzt gefährlicher als jemals zuvor. Sie hat eine Armee, die Karte und meine Sirenenkräfte. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Claptrap, welche Informationen haben wir über Promethea? Ah, Promethea, eine schillernde Metropole und der Hauptsitz der Atlas Corporation. Vom technologischen Standpunkt her, der fortschrittlichste Planet in diesem Teil der Galaxis. Atlas, ah. Wir müssen sie dazu bringen, uns bei der Suche nach der Kammer zu helfen, bevor die Kalypsos sie finden. Killer, stöpsel den Astronaut-Chip ein, damit wir Kurs auf Promethea setzen können. Ja, aber möchte ich das? Naja, machen wir erstmal. Dann nichts wie weg hier. Haltet euch fest! Dieses Baby hat einen Implosionsantrieb. Damit muss man echt vorsichtig sein. Eine kleine Fehlberechnung könnte dieses Abenteuer ganz schnell beenden. Dann rechne lieber richtig. Ich hab alles im Griff. Auf nach Promethea! Clapper, warte! Ja. Ja, alles klar. Okay, wir sind was im Arsch. Was hast du getan? Ich fliege, verdammt! Was zur Hölle? Unsere Hülle ist gerissen! Der Druck fällt ab! Keine Spur mehr von dem Riss in der Höhle. Das liegt daran, dass mein Arsch zwischen diesem Schiff und dem Vakuum da draußen klemmt. Mein Arsch hat eure Arsche gerettet. Sekunde, ich starte den Schwerkraftgenerator neu. So fliege ich nicht gerne. Gut, dass es vorbei ist. Verdammt, der Antrieb ist im Arsch. Navigation und Schub genauso. Bis die Systeme wieder online sind, treiben wir im Weltraum. Ellie, wie lange wird das dauern? Ruhig, Blutlil. Ich arbeite ja schon daran. Tu, was du kannst, aber schnell. Kammerjäger, geh und sieh nach dem Rest der Crew, falls jemand Hilfe braucht. Claptrap, lass deinen Arsch auf diesem Loch. Worauf du dich verlassen kannst. Okay, jetzt denke ich mal, jetzt werden wir erstmal hier erkunden. Das sieht nice aus. Okay, ich habe auch schon, wo ich jetzt das mir zu diesem Event durchgelesen habe, habe ich schon gelesen, dass es da wahrscheinlich mehrere Sanctuary-Schiffe geben wird. Kann, ich weiß es nicht, ihr wisst es vielleicht schon. Also Sibo weiß es definitiv schon. Aber das untermalt einfach nur nochmal, dass ich wirklich das blind mache und auch da wirklich Bock drauf habe, alles rauszufinden. Okay, hier ist noch rot, hier können wir noch nicht rein. Hier auch. Alles klar. Okay, das ist. Irgendwie ist das cool. Das ist sogar richtig cool. Was? Gut gemacht, Kammerjäger. Du hast Maurice gefunden. Jetzt wirst du eine Mission für ihn erfüllen und eine appetitliche Belohnung ernten. Normalerweise nehme ich keine Aufträge von Sauriern an. Beim letzten Mal gab es Zahlungsprobleme.
dort, wo Maurice herkommt, herrschen die Saurianer und die Menschen sind ausgestorben. Eure Tellis-Forscherin hat Maurice eingeladen, an einem kulturellen Austausch teilzunehmen. Maurice ist in friedlicher Absicht hier, um die seltsamen Traditionen und Feste der Farbenblüter zu studieren. Ich habe kein Wort verstanden. Aber ich mag dich! Was ist das für eine Mission? Ja, Maurice hat eine äußerst geschmackvolle Mission für dich. Das Fest der blutigen Ernte hat begonnen. Die Menschen erfreuen sich an fiktiven Schrecken zum Fest. Doch Maurice hat von echten Geisterspuk in der Galaxis erfahren. Das muss studiert werden. Du wirst für Maurice einen Geist finden. Ich habe keine Angst vor Geistern. Zeig mir, wo sie sind. In der ganzen Galaxie sind gespenstische Gegner erschienen. Du wirst sie aufspüren, töten und dann den Geist in ihnen besiegen. Okay, und ich wette, dafür gibt es jetzt gar keinen Wegpunkt. Weil das wahrscheinlich irgendwo ist. Alles klar. Markus Schießstand. Okay, aber hier kommen wir schon mal nicht rein. Das sieht halt richtig cool aus. Also, hoppala. Also hier. Hier wurde echt geguckt, dass hier das Design wird. Jo, Maurice. Maurice kann nicht weitermachen, wenn du versagst. Kann ich bei dir aufmounten? Hey, das wäre cool gewesen. Okay, pass auf, weil mich interessiert die Bank viel mehr jetzt gerade. Nice, was ist denn das alles? Nice, also hier werden auch die Trophäen aufgehängt, die wo man schießt oder wie. Weil das ist ja so ein seltener Gegner gewesen, wo wir da bekommen haben. Das ist cool. Oh, das gefällt mir. Das ist richtig geil. Können wir hier noch irgendwas machen? Boah, ich bin gerade voll drin. Also richtig heftig. Ich will alles sehen. Richtig geil. Okay, was haben wir hier für ein Symbol unter uns? Goldene Kiste. Okay, unter uns. Ja gut, wir haben ja zwei Schlüssel, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht. Hier kann man mit der Leiter runter. Möchte ich allerdings nicht. Nee. Noch nicht. Deck B. Okay, nope. Hier ist noch nichts. Hier kann man nichts machen. Alles gut. Okay. Loading. Von wem ist das hier? Also ich bin auf der Suche ganz spezifisch nach Easter Eggs. Intergalactico. Ist das cool. Das ist doch sicherlich von irgendjemand hier die Ecke, oder? Nee. Eine Lampe. Nice. Okay, dann gehen wir doch mal runter gucken. Okay, jetzt sind wir unten. Was so? Bin auch gespannt. Da bin ich gespannt. Aber die müsste ja eigentlich safe dabei sein. Also da, da kann ich mir nichts anderes vorstellen. Also wenn Moxie nicht am Start ist, dann ist sowieso scheiße. Dann mach ich aus. Oh, immer noch geil. Buggy Waffen. Inventar voll. Ja, sehr schön. Ellie! Okay, da können wir noch nicht rein. Komm, ich möchte es machen, scheiß drauf, ich möchte es machen. Wie goldig, sehr schön. Okay, das Schild ist gut, das Schild ist besser als das, was ich gerade habe. Ich habe natürlich ein goldenes rausgekickt. Ja, und ich habe natürlich keinen Inventarplatz auf Baden. Shit.
Jetzt schmeißen wir mal einfach die Scheiße hier raus. Wurscht, weg da. Und dann sammeln wir gerade nochmal das Schild an, weil ich sammle ja Legis. Das war schon immer so. Und was haben wir denn hier? Das ist eine Theodor, okay. Was hat denn die so drauf? Ja, sick. Nice. Und die. Nein. Kann ich auch nicht mehr nehmen. Shit. Okay, Granate juckt uns eh noch nicht. Wie geil, die Kiste, die spuckt es einfach aus. Die sagt, nimm du Arsch. Das ist cool. Okay, warte mal, dann kicken wir die auch noch mal kurz weg. Weil dann können wir nämlich die Lilane da mal wegflexen. Okay, ja, der Granatenmodell hat uns eh nicht so interessiert. Jetzt gucken wir mal echt, dass wir mal die Bank finden. Hier haben wir noch eine Wechselgeschichte. Kopf oder so, Skin haben wir jetzt nichts Neues freigeschaltet. Fenster. Mit Bart. Scheiße, ist das gut. Okay, sonst passt alles. Emote. Neuverteilung. Echo Motto. Ah ja, stimmt, das hatten wir. Ich ja, bin gut, viel zu bescheiden, um zu erwähnen, wie gut ich jetzt aussehe. Ja. Verlorene Beute holen. Was? Was? Moment. Ist da jemand? Lass uns raus! Wir sitzen hier fest! Die Knalltüte hat uns hier eingesperrt! Meine Blase platzt gleich! Die Türen müssten eigentlich funktionieren. Jemand hat die Bastarde vor dem Start eingesperrt. Hol sie da raus, Kajot! Wir sind gerettet! Dieser Roboter ist irre! Klapp, er hat doch gesagt, er bestraft uns, wenn wir irgendwas sagen. Claptrap, hast du die Crew eingesperrt? Die intergalaktischen Praktikanten, / Sklaven? Logisch! Ich hab sie alle in eine kleine Kammer gesperrt, um ihre Treue zu garantieren. Das ist Management für Anfänger! Ich sage das nur einmal. Keine Sklaven. Eine Woche keine Sklaven. Verstanden. Rekrut, da ich meine Gefängniszellen nicht mehr verwenden kann, kannst du eine davon als Schlafkoje haben. Viel Spaß, Rekrut. Vielleicht komme ich später vorbei und bewundere genauer. Verurteile das Feng Shui deines Raums. Da liegt die Drohne von dem drin. Das ist nämlich der andere Action-Skill, wo der hat. Wie cool ist das denn? Da ist jetzt die Bank, ja? Sick. Das ist mal so geil. Okay, also pass auf. Wir packen jetzt sowieso alles, was Legi ist, da rein. Alles, was Legi ist. So, das waren jetzt 5 Sachen. Ja gut, die können wir ja... Obwohl, na komm, die ist eh, also in Anführungsstrichen, die ist halt super schlecht, ja. Die packen wir jetzt mal raus, weil wir haben ja eh keine Granaten am Start. Alle. Okay, sprengen kann ich nicht. Das ist nice. Okay, alles was Ledge ist. Was haben wir denn da? Voll. Okay, musst du auch irgendwo Verkaufsautomat geben, oder? War es fallen gelassen. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal checken, ob wir den... Okay, die ist besser. Hat einen Schuss weniger drin. Ne, okay, die ist besser. Also behalten wir die. Sniper. Sniper, 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 Sniper. Ja, die fand ich jetzt eigentlich nicht so geil. Feuerrate, ja. Ne, komm, wir behalten mal die grüne, auch wenn grün überhaupt nicht in mein Weltbild von Borderlands passt, aber das behalten wir jetzt mal so. Ich guck mal, dass ich jetzt ganz grob den Verkaufsautomat anpeile. Meine Ware, meine wundervollen Werkzeuge der Verwüstung, Kammerjäger, schnell, tu doch etwas! Ja,
mein Schießstand steht noch in Flammen. Wenn du es nicht kaufst, kauft es der Feind. Ja, komm, und dann stoßen wir einfach mal echt alles ab. Da hatten wir die. Jetzt machen wir aber ganz fix hier den schwäbischen Move. Das ist ganz klar. Ich eier jetzt hier alles rein, was ich kriegen kann. Hier war noch ein Spind, den müssen wir looten, alle, ganz wichtig. Lackiert noch was? Nee. Wo ist eigentlich diese Lost? Ja, aber wie hängt das zusammen? Ist das denn das Waffen, die wo ich übersehen habe? Oder was ist das? Wenn das so ist, dann ist das mega geil. Er steht da immer noch und kommt auf sein Leben nicht klar. Ist okay. Okay, dann wären das jetzt, glaube ich, alle Waffen. Aber wenn das wirklich so ist, dann ist das wirklich mega monster cool. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Mach einen Warmer-Klick. Ist es Zeit zum Kaufen? Weg. So, Rucksack eine. Die. War mir eine Freude. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich finde das auch ziemlich geil, dass du jetzt hier in dem Schiff noch was reparieren musst. Oder halt, was heißt reparieren? Aber wir müssen ja jetzt hier die Gefahrenquellen eindämmen. Ist das geil, Alter. Fatal Error. Dann habe ich noch Borderlands 3 Pro Racer. Wreck-A-Lance. Was ist das? Bullymongs. Fast Travel. Freestyle Tiny Tears. Dope Bunny Score. Hey, das ist cool. Und genau nach solchen Easter Eggs will ich schauen. Das ist super geil. Nee, das ist so jetzt kein Objekt. Danke. Doch, komm zurück, dann können wir uns unterhalten. Geil, das ist eine Checkpuppe. Wie cool. Oder halt so ein Pappaufsteller. Wie cool ist das? Oh, weißt du, was ist das? Regeln lesen. Probier dir eine Fähigkeit am Stichstand aus. Und Handsome Check. Klapptop ziehen. Und dann am Ende das Spiel. Handsome Check ziehen. Okay, dafür braucht man, glaube ich, Aim. Und nee, Aim ist nicht so mein Ding. Wer hätte es gedacht? Okay, ist gesperrt, kann man nichts machen. Okay, dann gehen wir mal zum Markus zurück, hä? Hier. Ah ja, sehr gut. Wo sie stehst. Okay, kann man nicht runter gucken, schade. So, Markus, was ist jetzt da los? Danke für die Hilfe, Kammerjäger. Du hast so eine Kuh. Aber erwarte jetzt keine Rabatte. Du kannst allerdings ein SDU von deinem alten Kumpel Markus annehmen. Je mehr du tragen kannst, desto mehr kannst du von mir kaufen. Hoppala. Oh, das ist... Moment. Rucksack, SDU. Du brauchst mehr Platz, dann weiß ich die Lösung. Speicherdeck-Upgrade. Ausgezeichnete Wahl. Okay, das ist verdammt geil. Dann kaufen wir da auch gerade mal. Sniper kaufen. Sehr gut. Und jetzt noch ausrüsten. Bank. Vielleicht bei einem von meinen Automaten. Muss ich das? Verlorene Beute. Das ist eines der besten SDUs, die du kaufen kannst. Also kaufe ich schon. Das ist furchtbar cool. Kommen wir mal auch noch rein. Ein Schritt näher an deinem wahren Potenzial. Das. War schön mit dir Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Das ist ultra sexy. Kommen wir mal. Pistole.
Na komm, mach mal Pistole auch noch. So, jetzt ist Kohle absolut weg. Ja, und jetzt habe ich Muni natürlich schon aufgefüllt. Natürlich. Ah, und die Muni ist jetzt auch schon teurer. Na, sehr schön. Ah! Nee. Okay, jetzt passe auf. Wo gehen wir denn jetzt noch hin? Wo kommst du jetzt hin? Fast Travel. Ah nein, okay, stimmt. Wir müssen ja erst noch nach Tennis gucken. Ja, dann machen wir das noch. Auf jeden Fall. Müssen wir dazu hoch? Ah, von oben kommen wir immer runter. Aber von unten nicht immer hoch. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hoch. Laufen wir mal durch. Aha. Ah, dann geht's jetzt hier zu Tennis rein. Was? Ist da jemand? Hallo? Folgt dem klinischen Klang meiner Stimme. Tennis? Spielen wir Verstecken? Macht ihr um mich keine Sorgen. Mir geht's gut. Ich muss mich nur warm halten. Die Thermalkontrolle ist durch den Riss ausgefallen. Du musst sie neu starten. Man könnte das hier als Mikroklima bezeichnen. Einen Moment! Ich hab's gleich! Verblüffend bequem, weißt du? Wie ein fleischiger Schlafsack. Es ist nur ein klein wenig schleimig. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass man bei der Temperatur in meinem Labor wieder überleben kann. Sieh doch mal nach, ob noch jemand Hilfe braucht. Ich rufe dich, wenn du noch mal irgendwo draufschlagen sollst. Super, Kammerjäger. Ich habe das Problem gefunden. Ein kaputter Entropiebeschleuniger. Ich habe Ersatz im Frachtraum. Hilfst du mir? Alles gut? Hey du, alles gut. Okay, das war... Ich habe nie Führung angestrebt, aber ich muss sagen, ich bewundere Liliths Voraussicht. Dieses Schiff ist unglaublich gut ausgestattet. Warum es mitten in der Wüste war, bleibt aber ein Geheimnis. Okay, die Tante ist super strange. Die Tante ist super strange. Was ist denn das für ein Stuss? Okay, das werden wir in all meinen Studien wurde nie eine männliche Sirene erwähnt. Ich frage mich, ob Troy Calypso überhaupt Kräfte hat. Seine Tattoos sind doch das Einzige, was ihn dazu macht. Seltsam. Okay, also, waren wir jetzt hier irgendwo noch nicht? Gut, in diesen Seiteneingängen waren wir noch nicht. Da unten waren wir noch nicht. Wir können auch noch ganz runter. What? Okay, jetzt pass mal auf, das gucken wir uns noch an. Okay, jetzt sind wir quasi unten. Wir müssen noch ganz runter. Ist das richtig? Hier vorne, zack, und dann hier runter. Ja, wie geht's denn nochmal runter? Bei wem seine Kohle ist. Ah, okay. Flag. Guten Morgen, großer Archivar. Oh, du hast mich erschreckt, Bot. Für eine Indexeinheit bist du ziemlich leise unterwegs. Ja, großer Archivar. Hier sind die 7 Schriftrollen über das Talosreich, die du haben wolltest, und der gesüßte Nadeltee. Ich fürchte, dass uns die Milch ausgegangen ist, also musste ich auf einen Schuss Griebelrotz zurückgreifen. Außerdem habe ich meine Selbsterkenntnis gewonnen und es dürstet mich nach Mord. Heiliger Bimbam! Keine Sorge, großer Archivar. Griebelrotz ist recht mild. Du wirst den Unterschied kaum schmecken. Das ist auch wieder strange. Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Sheet. Aber wir sind jetzt auf der richtigen Spur quasi hier. Also da runter geht's. Jetzt noch irgendwo runter, wahrscheinlich nur da, oder?
Es sieht man so schwer durch. Nein, da drüben geht's auch noch runter. Hier. Irgendwo. Hier geht's runter. Neben dem Schießstand. Neben dem Schießstand geht's noch runter. Okay. Guck mal, dann gehen wir noch dahin. Okay, hier geht's da durch. Nein. Wir müssen jetzt zurück links. Okay. Dann ist hier der Schießstand. Und hier muss. Ja, stimmt. Hier geht's noch runter. Okay. Ja, und dann ist hier auch zu, oder? Nee, warte mal. Hier. Du siehst da fast nicht hin. Na doch, hier geht's noch nicht weiter. Schade. Sprich mit Ellie. Ellie? Ein kaputter Entropiebeschleuniger ist keine große Sache. Ich hab reichlich Ersatzteile im Frachtraum und noch was Besonderes für dich. Ja. Jo, Scheiße, wir müssen wohl den Druck aus dem Frachtraum ablassen. Tja, lebt wohl, Greifkralle Jetpack und Linkshänderwaffen. Es sollte wohl nicht sein. Aber wenn Öl nicht in den eisigen Schlund des Weltraums gesaugt wurde, sollte er noch einen Entropiebeschleuniger übrig haben. Ah, okay. Jetzt lernen wir auch wieder mal Crazy Earl kennen. Wer kennt die nicht? Teil 1, Schrottplatz. Richtig stabiler Typ. Okay. Monsterräder. Okay. Das ist krass. Okay. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, was hier los ist. Also wir werden quasi auf so einem Planeten dann landen und dann gehört quasi das Schiff komplett zum Planeten zu. Dann geht da die Klappe auf, ich kann hier Fahrzeug spawnen und ab dafür. So denke ich. Das macht Sinn. Was? Gesalbt. Was heißt gesalbt? Wenn du den Terror aktivierst, können Feinde die Kugeln von dir abprallen. Je mehr Terror hast, desto höher der Bonus. Können wir mal vergleichen. Das ist das Lied, das er mir beigebracht hat. Alter, der Schaden ist ja übel. Gesalbten Bestienmeister. Gewährt zusätzliche Ladung von Dragangriff. Was? Okay, die Sniper behalten jetzt mal im Hinterkopf kurz, ja? Jetzt wach schon auf, Earl! Unser Schiff ist am Arsch und wir brauchen deine Hilfe! Was willst denn du? Einen Entropiebeschleuniger. Ich bin beschäftigt. Verpiss dich! Gib mir den Entropiebeschleuniger, Earl! Ich sehe deinen Namen nicht an der Tür, wie immer du heißt. Gib mir das Teil oder ich verbieg dich zu einer Brezel und tunke dich in Salzlauge! Schon gut. Ich würde ja gern gegen was Wertvolles tauschen, aber du hast ja nichts. Also zieh Leine, du Schmarotzerin. Earl, ich hatte einen echten Scheißtag. Nerv nicht. Du hast einen Scheiß. Kein Deal. Earl, du. Kammerjäger, er hat sich da drin verschanzt. Wir müssen ihm geben, was er will. Wir brauchen Iridium. Geh zur Bar und sprich mit meiner Mama. Sie hat für alle Fälle von jeder Währung was da. Mit meiner Mama. Hab ich was verpasst?
erinnere mich, aber... Die Automaten, ja. Geil. Okay, Mox hier. Also eins weiß ich jetzt. Warten ist nicht so meine Stärke. Ich heiße Moxie. Und du, Zuckerschnute? Ja. Lazy. Zane. Wir kennen uns von einem Wochenende im Casino. Hast du mich vergessen? Schuldig. Pfoten weg von unserem neuen Kammerjäger, Ma. Wir sitzen in der Scheiße. Wir brauchen Iridium, um das Schiff zu reparieren. Hast du mal meine Spielautomaten ausprobiert? Vielleicht hast du ja Glück. Cash Trap? Sag einfach Bescheid, wenn ich mitkommen soll. Cash Trap. Scheiße, jetzt bin ich mit meinen Gedanken alleine. Na, sieh mal an. Du hast ein echtes Händchen dafür. Alter, die hat ja gar nichts mehr an. Komm ruhig wieder, Zuckerschnute. Ich kenne noch ein paar andere Spiele. Okay, KJ. Gib dieser Kackfresse Öl, was er haben will. Okay, wir haben jetzt echt hier verschiedene Things. Hygienes? Cash Trap? Eine Vault-Line. Hey, Kammerjäger, kämpf weiter für das Gute! Hey, damn, wie nice! Oh, warte, was haben wir hier? Ich hab's jetzt leider nicht gelesen, ich depp. Amara, meine Lieblingskundin! Schön, dich zu sehen, Baby! Nenn mich nicht Baby! Ah, okay. Ich bin die Tigerin, schon vergessen? Ist ja gut, Baby. Oh, okay, das war ein Fehler, Tigerin. Die Tigerin. Hör mal, ich bin dein Agent. Ich kümmere mich um dich. Und eins sage ich dir. Du bist Patali entwachsen. Du hast die Gangs erledigt, den Leuten geholfen, aber es gibt niemanden mehr zum Bekämpfen. Legenden müssen weitergehen, weißt du? Wiedergeboren werden. Sonst sterben sie. Deshalb verschwinde ich von hier. Hab von einem Ort gehört, der Sirenen anzieht. Ich spüre es auch schon. Pandora. Pandora? Mann, das ist ein harter Ort bei... Tigerin. Viele Kämpfe. Kannibalen, Banditen, grausame Bestien. Sogar Alien-Zeug. Ja, ich weiß. Es ist perfekt. Schon gesehen? Okay, nice. Such dir was aus! Ich hab den ganzen Tag Zeit, aber nicht für dich! Nein. Anti-Held, okay. Boah, der ist die krass aus. Echt? Draufgänger. Geil. Okay, Neonträume, den will ich definitiv haben. Und 270 Iridium. Naja. Casa Jock. Balla. Schmuckstücke, oder? Fisch. Ja, muss ich mir jetzt da was nehmen? Weil ich wollte eigentlich... Geil. Okay, das ist schon cool.
Oh,